Willkommen zurück, meine hochverehrten Zuschauerinnen und Zuschauer, zu einer weiteren Episode von Total Warhammer 2 Schnellschlachten. Dieses Mal mit den Echsenmenschen und endlich mal mit einer der neuen Einheiten, oder mit sogar mehreren der neuen Einheiten des DLCs. Ich wollte mal die wilde Schreckensechse oder generell eine Schreckensechse ausprobieren im Multiplayer, wohl wissend, dass sie doch durchaus einige Nachteile hat, wie ich ja in meinem Testvideo zu den DLC-Einheiten bemerkt habe. Nichtsdestotrotz dachte ich, komm, machen wir uns mal einen Spaß draus und gehen damit in den Kampf gegen eine Armee des Imperiums. Abgesehen von der Schreckensechse ist die Armee recht klein. Wir haben zweimal Skinks, dann dreimal Saurus-Krieger mit Schilden und im Hintergrund noch drei Regimenter Kampfechsenreiter. Das sind die ohne Bonus gegen Groß, dafür recht hohen panzerbrechenden Schaden von 35 und selber ganz guter Panzerung von 90. Und eigentlich, wenn man diese Schreckensechse mitnimmt, vor allem die besseren, auch die wilde ist ziemlich teuer, muss man seine Armee fast genau nur darum aufstellen, dass diese wilde Schreckensechse ihren Schaden machen kann. Und damit sie ihren Schaden machen kann, ist noch ein Bastilladon mit Kristall der Wiederbelebung dabei, um die Schreckensechse zu heilen. Und ein Mazda Mundi auf einem Stegadon, ebenfalls unter anderem mit Apotheose, um die Schreckensechse bei Laune und bei Lebenspunkten zu halten. Mein Gegner, Styx heißt er, und ist ein ziemlich guter Spieler im Quick Battle, dem bin ich schon mehrere Male begegnet, hat wohl mit Monstern gerechnet und deswegen als Anti-Groß zwei Regimenter Demigreifen mit Hellebarden mitgenommen. Bonus gegen Groß von 25 bringt ihr Nahkampfangriff gegen Groß auf 57. Damit treffen sie die Schreckensechse fast immer. Mit 52 Nahkampfangriff schlägt sie es auch gut zurück. Aber da ist ja auch noch seitdem noch Karl Franz dabei. Und Karl Franz ist nicht einfach so dabei. Nein, er hat die Runenklinge des Reichlands dabei, um sich und seinen Verbündeten 26 Nahkampfangriff zu geben. Plus 16 Bonus gegen große Freunde, Feinde mit Gal Marats. Wie er eigentlich gleichzeitig die Runenklinge und seinen Hammer führen will, ist mir ein Rätsel. Vor allem, da er eine Hand vermutlich braucht, um sich auf diesem Thron festzuhalten. Aber irgendwie kann er es, weil er ist super geil. Nehme ich jetzt mal an. Ansonsten besteht hier auf der linken Seite seine Linie noch aus zwei Regimentern recht günstigen Ritter des Imperiums, aber gut gegen Sauruskrieger und Skinks, vor allem im Ansturm. Da können wir schon was leisten. Dazu, der Rest der Armee ist recht günstig mit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 normalen imperialen Staatstruppen, hauptsächlich Speerträger, zweimal Schwertkämpfer und einmal die Söhne Sigmars. Dazu sehen wir noch einmal Jäger. Das sind auch eine der neuen Regimenter mit Bonus gegen Groß von 8, das ist nicht übel. Schleichenmöglichkeit haben sie auch und normale Bogenschützen sind ebenfalls dabei, was dem Imperium jetzt endlich die wohlverdiente Möglichkeit gibt, sehr, sehr günstig Fernkämpfer mitzubringen. Auch wenn die jetzt nicht so viel Schaden machen, aber das ist halt super toll für 300 oder 350 Gold mitzubringen. Außerdem Jadezauber dabei für die Heilung von Karl Franz mit Nachwachsen und Erdenblut und die Demigreifen. Und meine Taktik hier war klar, irgendwie mit meinen Sauriern und den Skink-Kohorten gegnerischen Nahkampf zu binden, bis die Schreckensechse reinkommen kann, um alle zu überrennen. Die Sauruskrieger würden auch den ganzen Infanteriekram aufräumen. Da hatte ich ehrlich gesagt wenig Sorge. Das Wichtige war dann mit meinen eigenen Kampfechsenreitern irgendwie Karl Franz und seine Demigreifen plus die Ritter des Imperiums zu kontern. Da war schon eine ganze Menge Mörderzeug dabei und ich hatte jetzt leider niemanden, der meine Kampfechsen so richtig bufft, abgesehen vielleicht ein bisschen von Mazda Mundi und dem Unheil von Nachtwind, um die Gegner zu debuffen. Aber egal, der Kampf beginnt, die Schreckensechse läuft nach vorne und macht zum Glück keinen Schaden an befreundeten Einheiten. Die Jäger beginnen auf meine Arme. Es ging zu schießen, soweit erstmal kein Problem. Kurz bevor es losgeht, versuche ich mit Mazda Mundi ein paar Zaubersprüche zu casten. Im Nachhinein muss ich sagen, das war ganz schön dumm. Der Gegner hat das sofort gesehen und ist vorwärts gelaufen. Dieser erste Zauberspruch ging total in die Hose. Zum Glück hat er nur ein bisschen Geld gekostet. Da ich wollte, dass diese Schwertkämpfer möglichst schnell vernichtet werden, sind die Skinks von mir nach hinten gezogen worden, damit die Saurusse ihren Angriff möglichst ungehindert auf diese Schwertkämpfer durchführen können. Und es geht los. Und wir kriegen hier außerdem noch eine harmonische Konvergenz rein. Und die Schreckensechse ebenfalls da. Genauso wie das Bastilladon mit Kristall der Wiederbelebung. Aber mein Gegner schläft auch nicht. Hier seht ihr sofort, harmonische Konvergenz und Angriffs macht die Schwertkämpfe innerhalb kürzester Zeit kaputt.
und mein Gegner begibt sich gleich mit seiner gesamten Kavallerie in Position, um die Schreckensechse zu kontern und auch alle seine Fernkämpfer zielen auf die Schreckensechse. Und ja, jetzt schauen wir mal, ob sie es hinkriegt. Oh, Schreckensechse greift an, Schreckensechse greift an und zerlegt gleich mal einige der Schwertkämpfer. 4 Kills, hält sich noch in Grenzen. Meine eigene Kavallerie möchte als Konter die Schreckensechse unterstützen, eine Zerstörung der Städte auf die Demi greifen. Hat gar nicht mal so schlechten Schaden gemacht und jetzt ist alles da. Die wilde Schreckensechse ist ein bisschen außerhalb und ihr, oh meine Güte, sie ist wild, wird beschossen und von allen Seiten angegriffen und seht, sie ist innerhalb von wenigen Sekunden auf die Hälfte ihrer Lebenspunkte runtergezogen worden. Gucken wir mal an. Obwohl ich hier das Schild der Alten gecastet habe, aber der Gegner hat einmal Erdenblut auf sich gehauen und ich glaube, da kommt jetzt gleich noch ein Buff dazu. Wir sehen, seine demigreifenden Ritter haben den Schaden von vorhin wieder rausgehalten. Jetzt hätte ich wirklich gerne meinen Zauberspruch, meine Verbannung hier reingecastet, dann wäre er mindestens geflohen. Also, ihr seht, wie unglaublich schnell diese Schreckensechse, wie viele Lebenspunkte hatte die denn insgesamt? 10.000, 5.000 Lebenspunkte innerhalb von Sekunden gefallen. Sie hat einfach so ein, ihr seht, wie groß das Ding ist. Es wird von so vielen Seiten gleichzeitig getroffen. Es hat einfach richtig, richtig wehgetan. Und jetzt kommen noch die ganzen Geschichten, wie halte die Stellung und Runenklinge des Reichlandes für die Hellebardiere, Demigreifen und Karl Franz selbst. Und das macht unserer Schreckenechse schon richtig, richtig Probleme. Und nicht mal hier hat sie richtig getroffen. Muss ich sagen, das war echt nicht gut. Außerdem hat mein Gegner sehr intelligent diese Speerträger mit reingepackt in seine Truppe, damit meine eigenen Kampfechsenreiter nicht so effizient kämpfen. Und irgendwie habe ich hier auch einen ganz merkwürdigen Blob gehabt. Das war nicht optimal. Ich glaube, ich hätte lieber direkt hier diese Ritter des Imperiums abfangen können. Naja, keine optimale Situation, aber weiterhin ziehen meine Kampfechsenreiter jetzt hier um die Flanke des Gegners, um hier den Rücken der Demigreifen mit Hellebarden anzugreifen. Aber für die wilde Kampfechse war es fast schon zu spät. Sie wird jetzt durch Kristall der Wiederbelebung und Apotheose geheilt. Mal sehen, ob sie gerettet werden kann. Hier im Zentrum sieht es allerdings ganz gut aus. Die gegnerischen Infanterieeinheiten werden aufgerieben. Aber der Hauptkampf spielt sich natürlich hier um die wilde Kampfechse ab, die einfach gnadenlos Schaden nimmt. So Schaden, das würde man wirklich kaum glauben. Echsenreiter sind jetzt dabei, den Gegner zu flankieren, aber mein Gegner hat aufgepasst und hat seine Demigreifen in einen Konter reingeschickt und die Kampfechsenreiter können diesen Kampf ohne Buffs ihrerseits, ohne Unterstützung eines Saurus Hornnacken-Generals nicht gewinnen. Wobei man zugeben muss, die Demigreifen leiden hier extrem. Und da muss man schon sagen, Kampfechsenreiter sind echt eine ganz gute Einheit. Ich denke, wenn er sich jetzt nicht geheilt hätte, hätten wir definitiv eine ganze Reihe dieser Demigreifen in den Tod geschickt. Aber so sind sie leider völlig aufgerieben worden. Das war wirklich jetzt im Nachhinein echt eine richtig dumme Aktion von mir. Also die sind einfach jetzt dadurch, dass die Heilung reingekommen ist, fast ohne Gewinn meinerseits hier vernichtet worden. Ziemlich ungeschickte Situation. Auf der anderen Seite hier die gegnerische Infanterielinie ziemlich zerlegt. Sauruskrieger haben überraschend viel Schaden genommen durch die Söhne Sigmas, aber die hauen auch gut rein. Überraschenderweise die Kampfechse, die wilde Kampfechse ist wieder zurück. Hat im Moment erst Schreckensechse und haut jetzt ein paar Speerträger kaputt. Mal sehen, ob sie dabei effektiv ist. Sie hatte 31 Kills gerade. Jetzt hat sie 39. Meine Güte, sie hat alles durch die Gegend. 42. 10, 15. Also innerhalb von 5 Sekunden 15 gegnerische Modelle ausgeschaltet. Das ist schon ziemlich gut. Und man darf auch nicht vergessen, sie ist auch gegen gegnerische Kavallerie exzellent. Jetzt kommt endlich die Verbannung, so wie ich sie eigentlich vorher hätte casten müssen. Aber weil ich sie vorhin schon ausgelöst habe, war eben der Zauberspruch schon weg. Und mein Gegner, wie erwartet, zieht seine Demigreifen hier aus diesem Kampf heraus. Hätte ich das vorher, hätte ich gewartet und es in diesem Moment eingesetzt, das hätte einen riesen Unterschied gemacht. Dann würde die wilde Kampfechse mittlerweile sicherlich noch viel besser dastehen als so, wie es gerade ist. Auch Mazdamundi wurde von Karl Franz zusammengeprügelt. Wir versuchen, die wilde Kampfechse am Leben zu halten. Die gegnerischen Fernkämpfer werden langsam von meinen Skinks und den Sauruskriegern auch langsam aber sicher vertrieben. Aber sie haben ziemlich viel ihrer Munition rausgehauen und bei der die Schreckensechse, verwechselt immer mit den Kampfechsen. Die wilde Schreckensechse ist eben so groß, dass sie so gut wie jeden Treffer abbekommt. Aber es dreht sich alles. Ihr seht, der ganze Kampf dreht sich eigentlich um diese wilde Schreckensechse. Wie viel Lebensenergie hat sie mittlerweile regeneriert? Insgesamt 2000 Lebenspunkte haben wir ihr bisher zurück
gegeben. Hier in der Mitte leiden gerade die Ritter des Imperiums unter den Kampfechsenreiter. Die sind ihnen deutlich überlegen. Die Ritter des Imperiums haben keinen panzerbrechenden Schaden. Deswegen gewinnen das die Kampfechsenreiter. Ehrlich gesagt recht problemlos, aber die Riesengefahr kommt von hier. Demi greift mit Hellebarden noch fast vollständig in der Anzahl ihrer Einheiten. Und jetzt mache ich wirklich einen riesiger Fehler meinerseits, dass ich mit der wilden Schreckensechse hier direkt gegen die Demi greifen laufe, obwohl ich in diesem Fall etwas mehr Glück gehabt habe als beim letzten Mal. Seine Demigreifen hat er direkt wieder zurückgezogen, als er gesehen hat, dass das Schild der Alten von mir gecastet worden ist. Ich war ehrlich gesagt ganz zufrieden hier mit der Situation hinten. Der Gegner war ziemlich erledigt, aber diese Demigreifen waren eben immer noch die Einheiten, die am meisten reinhauen. Ich dachte, vielleicht kann ich sie noch schnappen mit meinen Kampfechsenreitern, bevor ich realisierte, dass das eigentlich eine richtig dumme Idee ist, denn eine einzelne Einheit wilde Kampfechsenreiter oder Sauruskrieger hier sind chancenlos gegen zwei Regimenter Demigreifen, und die benutzt er jetzt mit seiner überlegenen Geschwindigkeit, um ab und zu mal einen Hit-and-Run-Schlag zu machen, angreifen und wieder weg, angreifen und wieder weg. Ah, und da kommt die nächste Heilung auch exzellent eingesetzt von meinem Gegner. Ich muss gestehen, ich hätte hier eindeutig ein bisschen frühzeitiger den gegnerischen Jadezauber ausschalten sollen mit meiner ganzen Infanterie, die sich durch die gegnerische Linie gezogen hat. Aber er hatte eben sehr viel billige Infanterie und es hat eben doch viel länger gedauert durchzukommen, als ich es erhofft habe. Es ist eben das Problem der Sauruskrieger mit 29 Nahkampfangriff. Brauchen sie eben doch eine Weile, um durch Speerträger mit 34 Nahkampfangriff durchzukommen. Wir haben zwar gewonnen, aber jetzt wird alles doch ziemlich eng. Karl Franz und natürlich die Demigreifen noch am Leben, die immer weiter geheilt werden. Kampfechse macht schon richtig viel Schaden, da kann man nichts anderes sagen. Die Kampfechse haut mit jedem Schlag richtig viel rein und die Demigreifen bluten. Aber er hat sie eben davor, ihr seht, wie schnell sie da hinschmelzen, wenn die wilde Schreckensechse mal wirklich angreift. Es slidet Karl Franz noch hinterher. Was passiert jetzt? Auch noch Runeklinge des Reiklands gecastet. Die Schreckensechse wieder auf der Flucht. Die einen Demigreifen endlich halbwegs tot. Aber es sind immer noch 9 Modelle übrig, die möglicherweise nochmal geheilt werden können. Schreckensechse verzieht sich, Karl Franz geheilt. Und ich hatte dummerweise nichts, um diese Angriffe von Karl Franz so richtig zu bestrafen. Meine Mobilität durch die Kampfechsenreiter waren so gut wie alle vernichtet. Ich ärgere mich immer noch hier über die Aktion gegen die Demigreifen. Gegnerische Ritter des Imperiums immer noch am Leben. Letzte Kampfechsenreiter und Sauruskrieger im Kampf gegen die. Das sollten sie eigentlich gewinnen. Gegnerische Fernkämpfer haben ihre ganze Munition hier im Hintergrund aufgebraucht. Ja, und die Schreckensechse verabschiedet sich zum zweiten Mal. Vielleicht können die Kampfechsenreiter noch irgendwas reißen, aber Karl Franz wird sie gerade aufhalten. Ah, sehr unangenehm, diese Situation. Und die Schreckensechse ist wieder zurück. Sie ist wieder zurück, um noch mehr Ärger zu machen. Sie hat mittlerweile insgesamt 5, 6, 7, 3000 Lebenspunkte regeneriert. Der Gegner hat alles, was er hatte, auf sie geworfen. Aber er hat sich selber auch einfach viel effizienter geheilt als ich mit der Schreckensechse. Die Schreckensechse hat nur noch 1500 Lebenspunkte. Das ist einfach nicht mehr sehr viel. Aber die gegnerische Infanterie im großen Maßstab hier auf der Flucht. Auch die Demigreifenritter mittlerweile schwer geschädigt. Aber ich muss zugeben, ich war ein bisschen ungestüm mit meiner Kavallerie. Ich hätte sie nicht so häufig unabhängig von meiner Infanterie gegen gegnerische Demigreifen kämpfen lassen sollen. Dabei hatte ich eigentlich ganz gute Infanterie. Sauruskrieger sind schon ziemlich in Ordnung. Da kommt der Gegner, möchte Mazda Mundi angreifen und die Schreckensechse mal sehen, ob ihn unsere Sauruskrieger aufhalten können. Es klappt nur so mäßig. Mazda Mundi wird angegriffen. Demigreifen werden ihrerseits beschädigt. Und wir sehen einen Halt in die Stellung von den Demigreifen. Also auf die Demigreifen. Auch Karl Franz, wir haben ja einmal im Kampf gesehen, dass wenigstens die legendäre Schreckensechse in der Lage ist, einen Karl Franz zu besiegen. Aber die wilde Schreckensechse ist eben deutlich günstiger und hat nicht die Standfestigkeit, die die legendäre Zerstörer von, wie auch immer sie heißt, Schreckensechse hat. Und Mazda Mundi ebenfalls seinerseits mittlerweile ziemlich beschädigt, heilt sich gerade selber ein bisschen, aber mit 857, 900 Lebenspunkten, wird das nicht mehr langsam, was 1000 Lebenspunkte regeneriert.
Aber das ist vermutlich das Ende und auf der Gegenseite der gegnerische. Ja, der Zauberer immer noch am Leben, dieser verfluchte Bastard. Schreckensechse auf der Flucht, Mazamuni auf der Flucht. Das sah nicht gut aus für meine Echsen. Wenigstens hier, demigreifende Ritter mit Hellebarden ebenfalls. Machen ihre Fliege, leiden unter Entsetzen. Karl Franz haut ab. Was hat der Gegner noch? Was habe ich noch? Hier gibt es noch ein paar Skinks auf der linken Seite. Es gibt noch ein paar Echsenkrieger hier auf dieser Seite. Vorteil von mir, wir haben noch das Stilladon mit Kristall der Wiederbelebung, mit dem wir noch ein bisschen heilen können. Nachteil von mir, Lord Mazamundi wird jetzt vermutlich das zeitliche Segen und der Moral Malus von 16 bzw. minus 10, wenn es ein bisschen älter geworden ist, wenn der General tot ist, würden meiner Armee ganz sicherlich nicht helfen. Und da geht er down und verabschiedet sich in was auch immer für ein Echsenreich es gibt, in den Echsen gehen. Und ja, es war so gut wie gar nichts mehr da. Mein Gegner hatte jetzt deutlich einen Mobilitätsvorteil. Demigreifen und Karl Franz, jetzt will er auch noch Schreckensechse kaputt machen. Warum auch immer, die ist ja sowieso schon gebrochen. Insofern ist es eigentlich egal. Für mich war es jetzt wichtig zu versuchen, noch diesen gegnerischen Jadezauberer zur Flucht zu überreden. Er hatte noch 584 Lebensenergie, hat so viel geheilt bei den Gegnern. Die Demigreifen sind tatsächlich bis an ihr Regenerationsmaximum gekommen. Das sind insgesamt 3.500 Lebenspunkte, hat er zurückbekommen. Karl Franz hier auf dieser Seite, knapp 2000 Lebenspunkte, das hat schon richtig reingehauen und ich bekomme aufgrund der fehlenden Kavallerie diesen Jadezauber einfach nicht mehr zu fassen. Er haut ab, er verzieht sich, Bastardkind, bleib stehen und lass dich töten. Ich hatte natürlich Angst, dass er gleich nochmal Karl Franz heilt. Karl Franz und demigreifende Ritter mittlerweile ziemlich geschwächt, meine Hoffnung war es, alle seine Truppen auf dem Boden auszulöschen, damit Karl Franz nicht mehr abheben kann und er als fliegende Einheit seinen Moral Malus bekommt, da man ja immer Truppen auf dem Boden haben muss, um diesen Moral Malus nicht zu bekommen. Skinks waren fast dabei, den Jadezauber zu fangen, aber ich dachte mir, sobald ich dran bin, kommt Karl Franz, kommen die Demigreifen und dann fliehen die Skinks sowieso gleich wieder. Insofern musste ich einfach irgendetwas tun. Und jetzt passiert sowieso, die Skinks werden angegriffen von den Demigreifen. Autsch, tut weh. Sie nehmen ziemlich viel Schaden, aber die Demigreifen ihrerseits mit 796 Lebenspunkten auch eigentlich fast tot. Wildes Bastillodon im Kampf gegen einen Karl Franz mit erhöhtem Nahkampfangriff. Ärgerlich. Ärgerlich für uns. Demigreifen wieder auf der Flucht. Sie haben, denke ich, einen Blutzoll von den Skinks gefordert. Und sie können auch zum Teil noch abhauen, diese Mistkerle. Aber weitere Skinks wollen sie abfangen. Oh nein, die Skinks werden fast nochmal auf. Wie sie da wegfliegen, ist unglaublich. Diese Demigreifen haben eindeutig eine richtig große Masse. Ziel meines Gegners offensichtlich, mich in den Rücken anzugreifen, um ein Moralmaß zu erzeugen. Endlich leiden sie unter Entsetzen. Sie machen die Fliege und weg sind sie. Aber auf der anderen Seite sehen wir hier erneut die Runenklinge des Reikleins und den Buff. Das Bastillon und Kristall der Wiederbelebung hat hier einfach keine Chance. Und auch die Skinks haben große Probleme, hier Karl Franz wirklich zu schädigen, der uns immer weiter hinterherläuft. Das größte Problem, was er hier noch hat, eindeutig das Bastillon mit Kristall der Wiederbelebung. Und dieser verfluchte Jadezauberer mit der fehlenden Beweglichkeit, die ich jetzt habe, ist einfach hier nichts zu machen. Und hier kommt die nächste Heilung. Wirklich, wirklich unangenehm. Und naja, anscheinend ist der gepanzerte Schwanz des Bastillodons seine empfindlichste Stelle. Und damit geht es den Bach runter. Und Karl Franz räumt mit diesen armen Saurus-Kriegern auf, deren Moral bereits stark geschwächt ist. Karl Franz mit 43 Nahkampf. Abwehr leider sehr gut gewappnet, Saurus-Krieger ausschalten zu können, die jetzt selber nur 10 niedrigere Nahkampfangriffswert haben. Sehr, sehr unangenehm. Vielleicht würde ich noch meine einzige Chance hier jetzt zu gewinnen, und das war jetzt auch mein Plan, war, seine letzte Einheit auf dem Boden in die Flucht zu schlagen oder zu töten, um dann mit meiner Infanterie mich in verschiedene Richtungen des Schlachtfeldes zu bewegen, das würde jetzt nämlich gleich passieren, damit Karl Franz bei der Verfolgung in die Luft gehen muss und dann seinen moralen Malus bekommt, in der Hoffnung, dass das dann dafür sorgt, dass meine Armee das Ding gewinnt, weil Karl Franz eben in der Luft die Karte nicht halten kann. Und deswegen habe ich alles daran gesetzt, diesen verfluchten Jadezauber zu vernichten. Hier im Hintergrund gibt es noch ein gegnerisches Regiment, aber das auf der Flucht würde nicht mehr lange da sein. Und ich habe gehofft, dass ich diesen verfluchten Jadezauber kaputt kriege.
245 Lebensenergie, aber aus irgendeinem Grund laufen die Skinks einfach neben ihn her, anstatt ihn richtig anzugreifen. Ich weiß nicht, was da genau los gewesen ist. Geholfen hat es mir aber eindeutig nicht. Verfluchter Jadezauberer. Verfluchter Jadezauberer. 245 hat keinen einzigen Treffer abbekommen. Was soll das? Ich verstehe es nicht. Und im Hintergrund räumt Karl Franz mit meiner ganzen Armee auf. Und die Skinks laufen irgendwie immer nur noch neben dem Jadezauberer hinterher. Der flieht jetzt. Jetzt hat jemand mal getroffen. 213, 184, 150 Lebenspunkte. Und es war, ist ganz knapp. Ist ganz knapp. Und die Skinks sind auf der Flucht. Was habe ich geweint? An dieser Stelle. Was habe ich geweint? Aber aufgrund der minus 74 Schaden, den der gegnerische Zauberer hat, würde er ab jetzt vom Schlachtfeld flüchten. Dummerweise aktiviert sich erst dieser Malus, wenn auch das letzte Regiment tatsächlich weggeflohen ist. Und ihr seht, was ich jetzt mache. Jetzt heldenhaft gehe ich mit meiner Einheit in unterschiedliche Richtungen. Aber nein, und jetzt flieht der gegnerische Zauberer natürlich genau in diesen Wald. Naja, und dann ist meine Armee vernichtet worden. GG an Styx, guter Spieler, hat das auf jeden Fall exzellent gespielt. Mit einem, also es war so viel Masse da, durch die haben sich diese drei Sauruskrieger-Regimenter trotz ihrer recht, also sehr guten Effizienz gegen diese Imperiums-Billigtruppen, haben sich natürlich gut geschlagen, aber es waren zu viele, um sich schnell hier durchzubeißen, um dann schnell an die Fernkämpfe zu kommen. Und er hat seine Demigreifenritter einfach immer exzellent eingesetzt. Dazu kamen ein paar Fehler, die ich mit den Kampfechsenreitern begangen habe. Wenn ich ehrlich bin, ich denke, der größte Fehler, den ich hier gemacht habe, war direkt am Anfang meine wilde Schreckensechse auf meine linke Flanke zu schicken. Dort, wo seine Demigreifen waren. Ich meine, was hat mich denn da geritten? Das war so dumm. vor allem jetzt, wo ich es im Replay gesehen habe. Ich hätte sie einfach nach rechts schicken können, da hätte sie einfach gegnerische Infanterieregimente nochmal vielleicht für 30 Sekunden bis eine Minute vernichten können, während die gegnerischen Demigreifen erstmal durch ihre eigene Armee oder nochmal außen herum hätten reiten müssen. Und im schlimmsten Fall hätten sie direkt meine Infanterielinie angegriffen, aber dann hätte ich mit den Kampfechsenreitern und den Sauruskriegern zusammenkämpfen können. Also, ich denke mal, diese Aktion... wilde Schreckensechse ist halt ziemlich teuer. Die legendären oder die teureren lohnen sich, glaube ich, nicht. Die wilde Schreckensechse kann man ab und zu mal mitnehmen wahrscheinlich. Aber für das, was sie kostet, stirbt sie eben dann doch richtig, richtig schnell. Jo, und so kann es gehen. Eine Entscheidung und das Spiel ist letzten Endes dadurch verloren worden, beziehungsweise der schlechte Zauberspruch am Anfang mit Lord Mazdamuni. Das Spiel ist so eng ausgegangen, solche Kleinigkeiten wären dann noch das Zünglein an der Waage gewesen. Ich bedanke mich fürs Zusehen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr schöne Replays habt, schickt sie gerne im Discord an mich. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.